diese ganzen kurzen Parts machen zu müssen, nervt mich ein wenig. Ich hätte lieber etwas längere Parts. Ihr redet weiter. Bitte. Bitte redet weiter. Halt. If you have committed a crime, give yourself up to the authorities now. Thank you. Entspannt euch mal. Redet miteinander. Ihr sollt miteinander reden. Bitte. Werdet Freunde. Nein. Werdet Freunde. Werdet endlich Freunde. Meine Fresse. Seid ihr denn für Idioten? Ihr sollt euch anfreunden. Newsflash. US Industry Sources today urge Freundet euch doch bitte an. To lift the nation out of its current economic slump. Consumer groups later hit back by saying that US industry first needs to make some products for consumers to buy. Ja, Kostüme, schön. Wenn die beiden Typen sich endlich mal anfreunden würden, danke. May I have your attention, please? A new pack is available. Wir haben neue Kostüme. Kann man euch denn was Gutes tun? Auch nicht. Ich glaube, das dürfte das Beste sein. Das ist das Beste. Jetzt zieht jetzt alle das Gleiche an. Jo. Und ihr auch noch. Na, ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Genau. 30er Jahre Kleidung. Immer up to date sein. Jetzt tragt ihr alle exakt das gleiche. Haben wir neue Angestellte? Nein. Haben wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Und seid ihr eigentlich alle bereit fürs Arbeiten? Ja, seid ihr. Wie sieht's aus? Prestige immer noch auf Maximum. Unsere Firmen sind gut bedient. Aktivieren. Und gut. Machen wir mal neue Skripte. Und zwar einmal Horror, einmal Romantik. Milo Harris, wie immer. Was sieht denn gut aus? Das könnten wir mal wieder benutzen. Ja. Ja, komm. 71% muss reichen. Und wir brauchen gutes Material. Ein Kampf, wie immer. Und dann darfst du noch eine Waffe aufheben. Perfekt. Und noch einen romantischen Film. Mit ihr in der Hauptrolle. Ihm in der Nebenrolle. Romantik. So. Der Salon ist immer gut.
Da dürfen erstmal zwei Leute reinkommen. Und dann. Ich weiß schon, was ich will, genau. Die Szene ist immer perfekt für einen Romantikfilm. Und dann kommen noch mal zwei Leute rein. Perfekt. Ihr dürft mit dem Casting beginnen. Die anderen sind alle soweit. Du kannst noch ein bisschen Stress abbauen. Du darfst noch ein bisschen üben. Romantik. Gut. Und bis jetzt läuft alles sehr gut. Ja, die bis zu den Zeremonien schaffen wir es nicht mehr. Aber wir haben noch einen Film in der Hinterhand. Bereit. Wenn du fertig bist. Ja, du bist fertig. And threw themselves from bridges as the news came the market had shattered and melted into 1,000 pieces. Analysts are investigating whether the market can be glued together or whether a totally new stock market is a better bet. Haben wir irgendwie neue Leute? Nein. Naja. Ich weiß, dass das der Snack-Van ist. Gut. Nein. 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 Nein, keiner will von uns arbeiten. Oder? Ne, du bist ein Extra. Gut. November. Veröffentlichen wir mal einen Film. Kurz bevor das Jahr zu Ende geht. Perfekt. Das war's denn für ein spannender Film. Der Film ist ein absolutes Meisterwerk. Ja. Ganz viele Leute spielen darin mit. Wenn zwei Leute kommen, zwei Leute gehen, zwei Leute kommen. Super toller Film. Ja. Wir forderten 2 Sterne hatte auf jeden Fall. Und landet auch gleich auf Platz 1 der Charts. Gut. Bleibt nur noch auf die Preisverleihung zu warten. Ein neues Scriptwriting Office. Das brauchen wir nicht. Nein, wir kriegen gleich das super krasse, sobald wir noch einen Film veröffentlicht haben. Kriegen wir ein super krasses Script Office. Beziehungsweise, das ist sowieso eigentlich das Beste. Oh, die Post-Production. Gib uns mal einen Bauen. Kein neues Set. We had the idea for a competition. Today's question. It's a wrap. Who commanded the Spartans at the Battle of Thermopylae? Answer correctly and win a crown. So. Ich warte jetzt sowieso nur noch darauf, dass das Jahr zu Ende geht. Du darfst Wissenschaftler werden. Statt Crewmitglied wirst du Wissenschaftler. Du bist dafür garantiert qualifiziert. Okay. Gleich ist es soweit. Bester Film, bester Schauspieler, bestes Studio, bestes Grundstück. Endlich. Ja, die Preise gehen sowieso alle an mich. Ja. The shortlist for the highest charting movie award is.
Ja, geht auch an mich. Ich bin der Einzige, der dieses Jahr abräumt. For the highest ranking studio award, our nominees are... Ja. Und was ist der letzte Preis? Tada! And that brings to a close tonight. Alles geschafft. Nächstes Jahr Highest Climbing, ja, das gibt's nicht. Für uns. Wir sind ja schon voll aufgestiegen. Ja, einen Film müssen wir noch veröffentlichen, dann kriegen wir das professionelle Scriptwriting Office. Dann können wir 3-Sterne-Skripte erschaffen. Bonus activated. Alle möglichen. Und die dürfen für uns arbeiten. Unser Studiokapital ist auf Maximum. Wird mal ein extra erstmal. Und so. Scriptwriting. Ich habe hier die maximale Anzahl. Ja, ja. Ein Film steht an zur Veröffentlichung. Wir sehen uns nicht in Ordnung, aber veröffentlichen wir ihn. Da können wir doch auch sehr gut. Ja, alles großartig. Er hat so schon 2 Sterne. Sehr gut. Und wir bekommen langsam Farbe. Das ist doch auch sehr schön. Der Farbfilm wird entdeckt. Milo Harris ist wieder dabei. Naja, die Farben sind aber noch nicht so optimal. Jo. Auf jeden Fall spannend. Hat auch nur $60.000 gekostet. Sehr schön. Nächste Stufe. Geschafft. Ja. Noch ein Stempel drauf. Unsere nächsten Ziele. 3 Star haben wir schon. 15 Filme haben wir auch schon veröffentlicht. Ein 3-Sterne-Film, das wird kein Problem sein. Und ein Star muss 3 Sterne haben. Okay. Dann bekommen wir das Publicity Office. And now, I bring you today's competition. Post-Production. The question you must write to us answering is... Which of the 7 planets in our solar system is the widest? Tja. Was denn irgendwo wirklich sinnvoll hin? Zum Sets will ich es nicht hinpacken. Stehst du jetzt einfach irgendwo mitten im Weg rum? Sehr gut. Noch ein bisschen Gras. Und ein Auto. Und auch ganz viele. Sehr schön. Der Film ist jetzt auch fertig. Und erstmal wieder den Part beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.